So, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Das ist genau richtig. Wir wollten auf das Schwert warten. Das dauert aber noch länger, haben wir festgestellt. Das heißt, wir machen dabei was anderes. Obwohl er gesagt hat, morgen. Ja, da braucht wahrscheinlich wirklich 24 Stunden. Genau, ich wollte zum Neuhof. Weil ich wollte mein Pferd verbessern. Wir hätten es wenigstens machen können, dass er sagt, komm morgen um die gleiche Zeit wieder. Ja. Hat er aber nicht. Eben. Weil er gemein und böse ist. Aber warte. Ja, jetzt rieche ich es auf. Finden wir. Hoffentlich überfällt uns keiner. Sehr schräg. Gut. Jetzt ist er fertig. Mist, Alter. Ich bloß abgehauen. Sie sind hinter uns her. Pass auf, Jungs. Nicht. Sie sind hinter uns her. Warum habe ich eigentlich keine Waffen, Mann? Tja. Ja, der zweite knie sich gleich hin, schau. Was war das denn? Was ist hier los? Was hast du hier zu suchen? Lebensmittel, was? Das wird eine Freude. Ja, das ist schon. Einen haben wir wenigstens. Ja. Weg den Nuke aus dem Leben gerissen. Jetzt könntest du zum Schmied gehen. Ja! Ist besonders fertig ist? Ja? Was ist er? Ist er nicht. Ich hab gerade gesagt, jetzt ist er fertig. Nein, ich hab gemeint, ich glaube, du hast es anders gemeint. Nein. Ich wollte zuerst noch das Pferd verbessern. So. Das kannst du eh dort auch dann. Na, ich muss zur Neue hoch. Ich muss zum Pferdehändler. Aha. Ich meine, dort gibt's auch einen. Ja. Verdammt! Mir ist noch was aufgefallen. Was denn? Es gibt keine Kinder. Ja, haben sie absichtlich rausgenommen wahrscheinlich. Naja, warum? Dass du es nicht umbringst. Dann hätten sie es so machen können, dass man nichts machen kann. Also nicht unbedingt, dass du jetzt, wenn du hinhaust, dass es gar nicht funktioniert, sondern einfach, dass es nicht macht. Achso. Quasi, wenn du hingehst zu einem Kind und du willst das schlagen, dass er selber sagt, nein, das mache ich sicher nicht. Oder irgendwie so, weißt du? Jetzt weiß ich nicht, was von denen das Beste ist. Deswegen müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Jetzt haben wir es 9 Uhr am Abend und draußen kreischen die Kinder. Das ist unglaublich, als würden die gegrillt werden oder aufgespießt oder so. Schaut, da hat es mehr Rüstung mit denen. Ja, das ist das Beste. Und ich frage mich, warum der kaputt ist.
Kann ich nicht selber reparieren oder was? Der ist komplett hin, den kannst du mal reparieren. Gefährte. Na, pass auf, machen wir es anders. Wo ist der scheiß edle Sattel jetzt? Geht aber trotzdem. Er ist kaputt, aber es geht noch. Siehst du das? Na sicher geht's, aber er wird wahrscheinlich absolut keine Attribute mehr haben. Hat auch keine. Der Sattel. Ja, jetzt nicht mehr. Edler Sattel. Machen wir halt einfach so. Keiner ja. Sattel haben wir auch. Edles Zaunzeug haben wir auch noch. Schauen wir uns halt an, was besser ist. Den Rest haben wir einfach wieder weg, oder nicht? Ja, macht keinen Unterschied. Haben wir es trotzdem weg. So, passt. Boah. Ich fall nicht auf. Na. Hast du mir jetzt nicht gesagt? Hast du es nicht einmal gemerkt, ne? Ich muss ganz genau hinschauen. Die Sache, was da ist, schau. Das ist in Ratix ein Pferd. Ich will nur kurz was schauen. Hast du gespeichert? Na, aber das ist mir egal, sage ich da ganz ehrlich. Wenn er es da stehen lässt und ja. Nicht da ist. Ist es nicht mehr ein Problem. Er kann ja auch nicht sein Cabrio offen lassen und dann wundern, wenn sie die Sonnenbrille rausgestohlen haben. Barararam, bitte geht sich aus, wenn was dunkel ist. Sonst spielen wir wieder Waiting Simulator. Eieieiei, bitte nicht. Es könnte knapp werden. Ja. Wieder schlaft jetzt. Ja. Was zum... Gibt es ein Jesus. Problem? Jesus! Ich schau ich so arg aus, oder was? Ich hab keinen Ring an. Naja, ah unser Diebstahl-Ausrüstung. Können wir ja anziehen, weil ich will nachher was probieren. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Aha. Hast du das Schwert geschmiedet? Und wie ich das habe. Und? Es ist wundervoll. Sogar ich spüre seine Macht. Ich glaube, das ist mein Lebenswerk. Ich könnte nichts Besseres schmieden. Willst du es kaufen? Kaufen? Ich dachte, es bedeutet dir viel. Also, ja. Aber es wäre schade, es nur herumliegen zu lassen. Ein Schwert wie dieses ist zu großen bestimmt. Und ich bin kein Kämpfer. Na gut. Lebe wohl. Ja, das war das halt wegen meinem Ruf. Und jetzt kaufen wir ein besseres Schwert. Messerscharf, kaufen wir auf.
Das haben wir. Das ist nämlich besser, weil wir kriegen mehr Charisma dazu. Ja. Mehr Stich, dafür verlieren wir ein bisschen an Schlag. Schau, was er kriegt. Dafür. 2.500. Ja, für dich eh nix. So, jetzt haben wir das volle Schwert. Dann speichern wir kurz ab, weil ich will kurz was testen. Hol mein Geld wieder. Was zum... Ein Dieb! Hilfe! Verhaftet den Dieb! Mann, ich lass mich nicht erwischen und zahl die Strafe. Wache! Bleib stehen. Du! Bleib sofort stehen! Ergib dich! Du verprügelst... Und da ist noch mehr, richtig? Das wird toll! Das reicht! Wie du willst! Hey, du! Ergib dich! Ich nicht von der Stelle. Du hast das Gesetz missachtet! Du wirst mich nicht erinnern! Was? Ja, ich bin nein, nein, du hättest dir das... Ich neige mir das doch was schade. Du machst ein... Also... So, weg sind's. Mein Gott! Sind weg sind's, so. Was ist das? Wer ist da? Sollte nicht der Schmied sein. Wo ist er denn jetzt hingeritten, der Wahnsinnige? Ja, da war er. Wo ist er denn jetzt? Ist er tankfressen und weggerannt oder was? Vielleicht ist er schlafen gegangen. Es ist Abend. Also. Schon wieder weg. Ich habe nicht gespeichert. Super. Du hast gesagt noch, du speicherst und willst gar was schauen. Das gibt's ja nicht. Was ist mit dir? Langsam mache ich mir Gedanken. Wurscht. Diesmal weiß ich wenigstens, was ich stehlen muss. Willst du ein paar Münzen verdienen? Ich habe einen Plan. Gott schütze dich, Heinrich. Na dann komm doch! Ich war nicht zweimal auf den Trick rein. Der gab es auf dem Pferd bringt nicht. Ich bin abgestiegen. Ja, genau. Hast du nicht kommen? Du wirst leiden. Oh mein Gott. Ja, sie haben sich mit mir angelegt, nicht umgekehrt. Genau, Gott schütze dich, Heinrich. Ich hab's genau gewusst, was der Fall ist. Weißt du was noch? Letztes Mal, was gesagt hat, Gott schütze dich, Heinrich. Bin ja abgestiegen, dann hol ihn euch. Ich hab gesagt, den nächsten, den ich erwisch, wird gleich abgeschossen. Und? Recht habe ich gehabt. Recht hatte ich, ein Hindernis. Nein, diesmal nicht. Feind, fliehen. Fliehen.
gehe ich halt selber. Ich habe ja sogar Aktivitäten mit dir wahrscheinlich. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Gibt es hier etwas für mich zu tun? Kommt drauf an. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber wir haben hier ein Problem. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Kumanen aus dem Fluss geholt. Hab eine Idee, was wir mit dem anstellen könnten, aber ich brauche Hilfe. Ich habe mit ihm was vor, aber dazu brauche ich Hilfe. Wie habt ihr das geschafft? Kommt nicht oft vor, dass Müllers Burschen einen Feind der Krone fangen. Wohl wahr. Meine Knechte geben sicher gern zum Besten, wie sie das hingekriegt haben. Ich helfe dir. Ich habe noch eine Rechnung mit den Kumanen offen. Ich schätze mal, du kommst aus Scarlets. Richtig. Umso besser. Hab nämlich vor, den Hunsford auszuquetschen. Will wissen, wo er sein Beutegut versteckt hat. Alles klar. Das finde ich schon heraus. Sprichst du etwa Ungarisch? Nein, kein Wort. Dann kriegst du nichts aus dem raus. Aber du kannst trotzdem helfen. Ein Stück den Fluss runter ist eine Sägemühle. Die Männer sagen, da gäb's einen Tagelöhner, der beim Würfeln auf Ungarisch flucht. Schau doch mal nach, ob der mehr kann als bloß fluchen. Sicher. Danke. Gott sei mit dir. Prachtbarriere. Nun haben wir wieder nebenbei eine neue Quest auch gekriegt. Gott sei Dank. Verdammt! Halt dich! Oh. Kinderübersetzer. Obwohl, das lohnt sich fast da gleich zum Hinlaufen, schon. Weil sonst kommen wir da wieder nicht hin. Übersetzer brauchen wir. Ja. Das hätten wir ihn gerufen. Ich habe gehört, du kannst Ungarisch. Sprichst du es fließend? Yep, ich beherrsche es gut genug. Warum fragst du, Bruder? Wo hast du Ungarisch gelernt? An der Universität zu Wien. Habe da eifrig studiert, bis mir irgendwann die Börse ausgeblutet ist. So kehre ich nun in die Heimat zurück, nach Prag. Die Mutter aller Städte, Bruder. Ich habe Arbeit für dich. Arbeit? Ach, dabei habe ich auf eine Einladung für ein Saufgelage und Kunde von meiner holden Dame gehofft. Damit kann ich leider nicht dienen. Aber mit ein paar Groschen für deine Mühen. Nihil boni sine labore. Was? Hier bei uns heißt es, ohne Fleiß kein Preis. Andererseits, hier haben sie mir leicht verdientes Geld versprochen. Und jetzt maloche ich mich kaputt. Sag mir also lieber erst, worum es geht. Jemand muss für mich einen Kumanen befragen. Und da du eine flinke Zunge führst und noch dazu Ungarisch sprichst, sollte das für dich kein Problem sein. Ein Mächtiger? Einen Kumanen? Aber was soll's? Der Betreiber der Sägemühle will mich Ende der Woche eh wieder fortschicken. Was bekomme ich denn dafür? Wie viel möchtest du denn? Weiß nicht. Sag mir, wie viel du bietest. Ich bin großzügig. Ja. Also. Alles. Fein. Das ist ein gerechter Handel. Und wo steckt dein hoffentlich redseliger Kumane? Kennst du zufällig die Budiner Mühle? Natürlich. Ich habe die Knechte dort ein paar Mal beim Würfeln abgehäutet. Gut. Hol dein Zeug und dann gehen wir. Gott sei Dank. Ich habe schon geglaubt, ich muss hin. Aber es ist gespeichert gleich. So. Wir können mit dem Verhör beginnen. Wunderbar. Ich fing schon an, mich zu langweilen.
Lass uns anfangen. Sag ihm, er hat eine einzige Chance, seinen Hals vor der Schlinge zu bewahren. Jolfidjai, wann ist er ja der Mann erquärscher? Hä? Sag ihm, ich weiß, dass er seine Beute irgendwo hier in der Gegend versteckt hat. Aber weißt du, was dort das dazu sagt? Ich meine, Özalop Gott da? Ezt megmondhatom neked. De előbb azt árult el, az a fekete hajú ott mellette, tud-e magyarul? Nem, egy szót se. Was sagt er denn? Nun ja, er scheint sich zu sträuben. Sag ihm, wenn er mir verrät, wo sie ist, lasse ich ihn laufen. Na mond, ich glaube, ich lasse ihn laufen. Ich sperre ihn sowieso an. Elmondom neked, de azt a geci, aki mellette áll, küld el valahova. Aha, már kezdem érteni. Akkor jó, hogy értjük egymást. Jó, figyelj! Azzal a nagyvárossal szemben, a folyónál. Patára gondolsz? A nevét nem tudom. Egy nagyváros, várfalakkal. És van ott két vár. Szemben, a folyó túlpartján van egy domb. Ha a város felé nézel, van melletted egy út. Azon az úton van egy kereszteződés, egy kiégett fával. Viszonnan egy kis ösvény le a vízhez. És lent a víznél van egy kivált fatör. És abban van? Igen. Und? Irgendwas Interessantes? Nein, nicht wirklich. Er flucht bloß. Na, 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 das glaube ich nicht. Sag ihm, seine Zeit geht zur Neige. Ich hoffe, Kürdien. Ich habe das Gefühl, dass besser der nicht schmeckt, was der Bitte sagt. Ich glaube, der will sich sowas abtreffen. Was sagt man dazu? Er packt aus. Er sagt, er habe das Silber irgendwo im Wald vergraben, könne die Stelle aber nicht genau beschreiben. Er meint aber, er könne dich hinführen. Gut, das soll mir genügen. Oder soll ich ihn leben lassen? Vielleicht hilft er uns einmal wieder, wenn wir ihn sehen. Schauen wir mal. Mit akartok már megint? Miért nem hagysz nyugodtan megdögleni? Te érzéketlen szentzsák, miért? Komm schon, hoch mit dir! Sei ein guter Junge und führ mich zu deinem Versteck mit der Beute. Ich hoffe für dich, dass noch etwas für mich da ist. Igen. Igen heißt was? Ja. Okay. Was hast du denn? Nimm. Ja. Valahol itt van. Eine Schwammaufressur da. Kann man nicht die gleiche Brille? Na? Ich hab nur so lange einen Helm auf. Das ist auf der Seite links und rechts, hast du einen angeschlossenen Zopf und du hast es länger und hinten zusammen. Okay. Na genau, das ist schon! Itt vagyok! Látok! Megjött a mulat! Habe ich hier nicht geschaut, gell? Ja! Mit dem Lager. Wo ist der? Komm, wo ist der? Rechts unten. Ist irgendwo dran. Da. Götzi! Elmondom, amit tudni akar. Ich werde nicht töten, seine Freunde vor ihm. Mi az fog lesz belőle, ha valahol felkötnek, he? Ich Geld! Jetzt kommt er nicht mehr. Ne, kérlek, ne hölj meg! Ich Geld! Ha, wer's glaubt? Nochmal falle ich nicht darauf rein, du ungarischer Hund. Nein, nein! Ich Geld! Wahrheit! Na gut, eine Chance gebe ich dir. Und dann noch. Bring ich ihn mit. Du hast besser keine weiteren Freunde in der Gegend. Thanks! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm verstehe ich auch. Heißt? Danke. Hey. Das war ein großer Umweg zum Schatz. Mhm. Sag ja. Kleiner Wichser, der. Ja. Der wird jetzt schauen. Pass auf jetzt nochmal, das wär's.
Hol a faszba is volt. Hol a faszba is volt. Wer ist da? Wer runterstolziert? Hol auf was bei Sport. Naja, barfuß. Und?